Als nächstes möchte ich eine Frau auf die Bühne bitten, die ich beim letzten Besuch bei Jürg Stettler kennengelernt habe. Bitte kommen Sie hoch. Es ist Frau Schwarze. Herzlich willkommen. Sie kommt von SOS Rassismus. Genau. Und diese Veranstaltung war bei Jürg Stettler als eine Ahmedia-Gemeinschaft genau das gemacht hat, was wir hier machen. Ich hatte schon die Einladungszettel in der Hand für diesen Tag, darum sind Sie heute hier. Wir hatten dasselbe auf dem Herzen, wussten nichts voneinander, da haben wir Sie kennengelernt. Sie hat auch Liebesgrüße für uns. Also ganz herzlichen Dank und hello to everybody. Ivo Sasek hat mich kurz vorgestellt. Mein Name ist Christina Schwarze. Ich bin die Gründerin von SOS Rassismus und Diskriminierung Schweiz. Zurzeit bin ich die amtierende Präsidentin. Und vielleicht kurz, damit ihr ein bisschen versteht, was wir machen. Wir dokumentieren anonymisiert rassistische Übergriffe, Diskriminierungsfälle. Wir setzen uns gegen Intoleranz ein und strukturelle Gewalt. Wie sieht eigentlich unsere Arbeit aus? Jeder, der sich betroffen fühlt, kann bei uns Kontakt aufnehmen, direkt auf unsere Website. Und das schafft man direkt mit dem Google, SOS Rassismus. Und alle Meldungen, die reinkommen, werden dann bearbeitet und direkt an Human Rights Schweiz und an die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus weitergeleitet. Einmal im Jahr kommt ein Rapport raus und gemeinsam bearbeiten wir Strategien, damit es Prävention im Bereich Rassismus in der Schweiz gibt. Deswegen ist für uns sehr wichtig, dass jeder, der sich ein Opfer fühlt oder ein Zeuge ist von einem Übergriff, Zivilcourage zeigt und sich an uns wendet. Denn wenn wir diese Geschichten und diese Inhalte nicht haben, können wir für die Schweiz keine Prävention leisten, damit unsere Lebensqualität sich von Jahr zu Jahr verbessert. Unsere Wünsche an die Menschheit, es geht jetzt nicht nur um Religionen, sondern auf dem ganzen Planeten sind wir Menschen, die Gefühle haben. Jeder verschieden, aber jeder liebt und jeder leidet auch. Und deswegen haben wir, das Team ist heute nicht vor Ort von SOS, weil wir hatten auch noch andere Verbindlichkeiten, aber wir haben gemeinsam einen Wunsch für euch alle erarbeitet und der lautet so: Liebe Menschheit, Liebe ist das Einzige, was wächst, wenn man es teilt. Teilt die Liebe untereinander und miteinander, um gegen Korruption und Diskriminierung gemeinsam weltweit anzukämpfen und um unsere eigenartige und einzigartige Natur auf diesem Planeten für die nächsten Generationen bewahren zu können. Wir sind das gesamte Team von SOS Rassismus bei euch.